meine Fotzi-Bärchens und ja, ping erstmal, das sage ich immer, ne? Und dann habe ich ein Bier in der Hand, aber heute haben wir was anderes und zwar hier. Crawling Chaos Records haben mir nämlich was geschickt, ja, eine CD und eine Platte. Platte kommt zu einem späteren Zeitpunkt, versprochen. Heute geht es um eine andere CD, die dabei war, aber auch diese Flasche. Ich habe jetzt leider den norwegischen Namen vergessen. Es hieß übersetzt Tintenfisch-Tinte. Und an sich wollte ich das mit dem DSD verköstigen, ja. Aber ich war so neugierig jetzt. Ich konnte nicht an mich halten. Ich mache die Flasche hier mal auf. Wir riechen erstmal. Wir sind ja ganz vorsichtig. Ja, es riecht schon ein bisschen lakritzig. Also was ich schon in Vermutung hatte, ich habe ja hier mein schönes Jägermeister-Pinnchen. Habe ich mal irgendwann auf irgendeinem Festival mitgehen lassen. Oh, was zum Teufel ist das? Also es ist auf jeden Fall, ja, tintenfischig, ne? Könnt ihr hier sehen, schwarz. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir zu viel eingeschüttet habe, aber wir machen mal Ping und dann geht's los. Hier, Pingalingaling. Oh! Oh! Eieiei! Salmiak-Schnaps. Oh! Geil. Geil, geil, geil. Und in dem Brief stand drin, lass das nochmal 2 Wochen rumstehen. Das steht jetzt, glaube ich, schon 3 Wochen hier rum. Ich habe keine Ahnung. Ballert. Ja. Oh, aber geil, Alter. Ich stehe ja total auf Lakritz-Schnaps, ne? Und die lieben Jungs von Crawling Chaos Records, die haben da bestimmt aufgepasst und mal zugehört, wenn ich das gesagt habe. Ich mag ja so diesen finnischen Salmiakki-Schnaps, ne? Und das, Alter, da werde ich sehr, sehr behutsam mit umgehen. Das wird nicht gesoffen, das wird genossen, ja. Weil das war ja, oh, das ist ja richtig lecker. Ja, da bin ich ja mal gespannt, weil jetzt kenne ich den Geschmack. Bin mal gespannt, was der DSD sagt, wenn wir demnächst wieder Schabernack machen. Dann schütte ich ihm einfach mal so einen ein. Der steht ja auch auf so einem Kram. So, worum geht's aber heute? Jetzt wollen wir mal jetzt zur Sache kommen. Ne? Jetzt haben wir schon Schnapstests in Reviews. Meine Güte, ne? Heute geht es um Seeds of Contemplation. Habe ich das richtig ausgesprochen? Contemplation? Ja, klar. Contemplations on Hidden Meanings. Eine CD. Aber ich habe mir gedacht, heute mache ich Review-Marathon, da müssen mal die ganzen CDs wieder abgearbeitet werden. Setze ich mich hier hin und meinem super-duper Rechner-CD-Player gucken wir da mal rein. Ja, und das ist ja dann wieder total toll. Was denn hier schon wieder los? Die war eingepackt, die habe ich nicht vor euren Augen ausgepackt, die habe ich vorher schon hier und der ist schon kaputt, ne? Schon im Arsch hier das Ding. Ja, das kann ja bei Platte nicht passieren. Ja gut, hören wir da mal rein. Mal gucken, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wie immer ist er auch, das heißt immer Gorman ist das Reviews, das müsste eigentlich Gorman ist das Reactions heißen, weil ich sag mal, 80% der Sachen, die ich geschickt bekomme, kenne ich nicht. Oder 75. Oh. Auf jeden Fall, die Produktion gefällt mir schon mal sehr gut. Naja, schauen wir mal in das Booklet rein. Da gibt es ja auch mal so ein schönes Booklet hier. So sieht das aus. Guck mal, wie schön. Ja, wie so ein altes, so ein Buch, so ein Necronomicon oder irgendwas. Ne? Hier, da auch schön Fotos drin. Ach, alter Vater. Beschwörungsritual irgendwie mit so Chören im Hintergrund. Das finde ich, das gefällt mir sehr gut. All music played and composed by M&T. Ja, da steht hier nur noch ein Kontakt. Recording Mix, ja. Flashback Recording. Logo Cover, Booklet. Daniel Brandt. Achso, der hat das dann layoutet hier, ja. Ich finde das auch geil, dass das dann hier so auch so handschriftlich mehr oder weniger reingeschrieben ist. So ein bisschen krumm und schief und so. Das kommt schon, das ist geil, ey. Aber das finde ich ja geil. Das ist ja so. Ach, wie heißen die jetzt noch wieder? Ich komme wieder nicht auf den Namen von den Bands. Das muss an der Tintenfischpisse da liegen. Irgendwie Tinte da liegen irgendwie. Dass ich da wieder nicht drauf. Das ist ja so ein beschwörerisches. Jetzt macht's nicht kaputt, nicht hacken jetzt. Macht irgendwas. Macht weiter mit der Atmosphäre. Das gefällt mir sehr gut. Wollen wir mal gucken. Ja, es sind 4 Stücke drauf. Und die heißen einfach Contemplation 1, 2, 3, 4. Da, könnt ihr sehen.
Ja, das ist einfach, ja, auch wieder lang, ne? Ja, ja, lang natürlich. Aber das ist ja wirklich, also wie nennen wir hier, wie würde ich das nennen hier? Metal-Meditation. Alter, da bist du dann auf deinem Trip von der Tintenfischtinte, schwelgst du ab in die Schwärzen des Salmiaks und dann kommt sowas. Das fällt mir richtig gut. Da trinke ich doch. Ich habe ja noch ein anderes Bier hier aufgemacht. Ne? Dingelingeling. Ja, die wissen schon, was mir gefällt. Die wissen auch schon, wo sie was hinschicken müssen, nämlich zu mir, damit sie gute Reviews kriegen. Das ist wirklich gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist so richtig schön hier auch, der Gesang aus der Höhle, ne? Und dann diese Chöre am Anfang da im Hintergrund. So, das ist schon, das gefällt mir. Ist dem einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen zu langweilig, ne? Weil da passiert halt nicht so viel. Aber genau das ist ja dieses Meditative, was ich am Anfang sagte, ne? So Metal-Yoga. Obwohl, nee, das passt nicht zusammen. Nee, Metal-Meditation so. So, wir skippen einfach mal hier rein in den Song, weil 10 Minuten, ey, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ach, ist sowas. Ist ja ein Traum. Warum gibt's das nur auf CD? Warum gibt's das nicht auf Platte? Was ist da los? Ich will das nicht auf CD, ich will das auf Platte. Aber ich habe ja keinen CD-Player bei mir im Wohnzimmer. Ich kann CDs da ja leider gar nicht hören. Tja, ist das jetzt ein Grund, sich einen CD-Player zu? Nein. Und fangen wir damit auch wieder an? Und nein, das machen wir nicht. Platten, alles schön, alles gut. Ja, ich würde mal sagen, bring das mal auf Platte raus, bitte. Ich bitte darum. Richtig schön. Du Fuel, du mich auch. Das ist geil, ey. Es tut mir mal leid, ne? Das soll auch nicht böse an die Band gemeint sein, wenn ich hier so reinskippe irgendwie. Das macht man ja eigentlich nicht, ne? Man rennt hier auch nicht durch eine Kunstausstellung und guckt sich ein Bild an und an den anderen rennt man vorbei. Das ist, nennen wir, der Engländer würde sagen, disrespectful, oder was? Der Finne? Das ist schon wieder der Salmiak-Schnaps hier. So, weiter. Ja gut, da ändert sich jetzt nicht mehr so viel hinzu. Ja, und das zweite geht genauso weiter. Das ist wie so ein roter Faden, wie so ein Konzept, was sich durchzieht. Ne? Das ist echt geil. Aber, jetzt stellt sich mir die Frage, das große Aber. Nee, komm, du nimmst keinen Drumcomputer, du bist true. Aber das ist ungefähr so, wie ich Schlagzeug spiele. Ne? Ich habe mal irgendwann so ein Doom-Projekt aufgenommen, was nie rausgekommen ist. Da müssen die einen mal irgendwann Vocals drüber machen. Da habe ich ungefähr so Schlagzeug gespielt, weil mein größter Traum war es immer, Schlagzeuger in einer Doom-Band zu sein. Das wollte ich immer machen. Und dann habe ich das mal irgendwann gemacht, aufgenommen. Klingt auch gar nicht so scheiße. Ja, und das erinnert mich so ein bisschen daran. So spiele ich ungefähr Schlagzeug. Und dann wisst ihr das auch, ne? Was meine Skills sind. Langsam. Langsame Skills. Langsam kann ich, prügeln kann ich nicht. Aber das ist wirklich richtig gut. Auch weil die Gitarren so von der Ferne kommen. Und das so, so auf einen einwirkt. Dann natürlich Stimme. Schön Hall drauf. Schön Höhle. Höhle ist immer wichtig. Das sage ich, glaube ich, bei jedem Review, ne? Sag ich das eigentlich bei jedem Review, dass Höhle wichtig ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Bei 1100 Videos, da verliert man auch echt mal den Überblick und dann weiß man gar nicht mehr, wann man was gesagt hat. Was ich sage ist, gute Musik muss gewürdigt werden. Und hier Seeds of Contemplation, ja, das kann was, das finde ich gut. Da möchte ich jetzt direkt wieder zurück auf meine Couch, das auflegen und weiter Tinte trinken. Ringelingeling. Ja, da muss ich auch gar nicht bis zu Ende hören. Komm, wir machen den letzten Song nochmal, dabei kann ich mein Fazit ziehen. Komm, wir machen den letzten Song einfach mal an hier. Oh. Ja,
sowas hier auch so dissonanter Scheiß da drin. So ein Ton, der eigentlich gar nicht passt, aber dann doch passt. Ja, ich find's geil. Wie gesagt, wenn ihr so Metal-Meditation machen möcht und wenn ihr mal irgendwie, das ist auch so ein bisschen Suicidal-Zeug. Nein, aber das macht lieber nicht. Wenn ihr euch einfach mal entspannen wollt und zurücklehnen wollt und einfach mal den Stress des Alltags wegwerfen, dann ist Seeds of Contemplation genau euer Ding. Könnt ihr ja bei Crawling Chaos Records bestellen. Gutes Label. Vielen Dank für die Tintenfisch-Tinte. Voll geil, die wird noch sehr gewürdigt, da werden noch sehr viele Gäste in meinem Hause Spaß dran haben. In diesem Sinne sage ich, schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das seht. Und ihr könnt jetzt Seeds of Contemplation bestellen und euch die Frage stellen, warum gibt es das nicht auf Vinyl? Naja, ich sage auf jeden Fall, abschalten, 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 abschalten.